So. Brot haben wir bekommen. Rohes Hühnchen kann weg, Feder kann weg. Dann kommt der Salzkern auch weg. Faden kann weg. Puh, Kakao lasse ich auch erstmal hier. Leder lasse ich. Lass ich das mal das hier. Das ist so Kleinkram, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Wir wollen dann eine Weile hier unten bleiben. Blumen können weg. Ich kann mir jetzt gerade nichts draus machen, gell? Ne, okay. Ja. Okay, dann haben wir jetzt 4 Bücher spawnen. Ist doch schon mal nice. Den Spawner lasse ich hier. Und wir gehen... Achso, Quatsch. Da fehlt noch etwas Wichtiges. Und zwar der grüne Stein. Ja. Ach ja, also wie gesagt, es ist jetzt für mich Neuanfang wieder hier. Für euch auch. Also nicht mit direkt Neuanfang, aber mit neuen Dings. Aber ich finde es eigentlich ganz cool jetzt hier. Gehen gleich auf eine Tour, finden das hier alles. Vielleicht war es schick. Oh, erschreckt! Erschreckt! Alter, habe ich mich jetzt erschreckt. Boah! Alter, war das jetzt. Ich habe mich aber gerade richtig erschrocken, ey. Ich glaube, man hat es auch ein bisschen gehört. Alter Schwede. Das könnt ihr doch nicht bringen, Miners. Ich bin schreckhaft und sensibel. So. Was haben wir denn hier hinten? Außer Kies ohne Ende. Ich glaube, außer Kies ohne Ende ist hier nichts. Nur Kies mit Ende. Ja, Kies mit und ohne Ende brauchen wir nicht, deswegen gehen wir hier raus. Hier könnte man auch voll gut so eine Untergrundstation einfach mal reinbasteln. Du hast jetzt 2 Spawner, dann hast du hier deinen Gang und dann kannst du dir alles reinzimmern. Die große Räume machen so. Fände ich nice. Ah, ich kann mal rein, okay. Ich erkenne das an der Säule, deswegen mache ich die gerade nicht weg. Was haben wir denn hier hinten? Hallo? Ist hier jemand in dieser bedrohlichen Musik? Ist das Sandstein? Das ist Sandstein. Ah, und Wasser. So kenne ich den Rückweg wenigstens. Oh, okay, ist nicht viel. Nur ein bisschen Kohle. Aber so wenig haben, nehme ich gleich mal mit. Das Einzige, was uns geblieben ist. Kohle ohne Ende. Kohle! Und dann begeben wir uns mal nach oben. Gehen wir mal gleich hier durch. Lasst mich raus. Oh, das könnte aua. Ach, hier bin ich. Stimmt, ich bin ja unter dem Dorf reingegangen. Oh, ist voll gemütlich, das Dorf. Wo kam ich jetzt her? Wo kamen wir her? Alter, das ist mal voll das geile Dorf, ey, ohne Mist. Guck mal, wie gemütlich das ist. Du hast hier so einen Hügel, dann im Hintergrund so Berge, hier das Meer oder eine Bucht zum Meer. Da, hier hätte ich gerne angefangen. Hier, hier so ein Haus hingebastelt, so das Dorf nebenan. Da hätte ich gerne angefangen. Die Map ist echt immer wieder schön. Klee! Also wisst ihr, was ich meine. Die Erde lasse ich mal weg und dann sammle ich den Herren Lehm auf. Ja. Lass mich raus. So,
Mal schauen, was wir noch so finden hier auf dem Weg, der uns voranbringen soll in neue Zeiten. Und ich habe wahrscheinlich zwischendurch meine Aufnahmepause machen müssen, weil ich mir gar nicht gemerkt habe, wie lange ich jetzt aufnehme. Also 6 Folgen brauchen wir noch. 10 Minuten von der ersten hatte ich. Also ungefähr 1,5 Stunden aufnehmen. Was ist das denn? Eine Bucht. Oh, sieht voll schön aus hier, ey. Ohne Mist. Ich hab's Minecraft-Spiel irgendwie dann doch vermisst. Bum. 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 Da 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 da. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich mich jetzt in Richtung neue Gebiete zubewege oder nicht. Das ist jetzt irgendwie total. Wir werden sicher erkennen, wenn wir neue Gebiete finden. Das ist ja. Entweder sind die alle durch so eine Wand getrennt oder. Natu? Natu? Huch! Hake mal mehr, bitte. So, haben wir hier noch was? Außer Schafe ohne Ende jetzt, die ich nicht unbedingt brauche. Und, ach so. Ah, das sind auf jeden Fall neue Gebiete, weil es fängt an zu lacken. Das heißt, es tut gerade neue Gebiete rendern. Also machen wir schon mal nichts verkehrt. Und das da hinten sieht mir doch verdächtig nach einer Abzäunung aus. Huch. Hier hinten, alles klar. Guck mal, was ich gefunden habe. Alter Schwede, was ist das denn? Was ist denn das? Oh mein Gott, ey, was haben sie da wieder falsch gemacht mit dem Biomgenerator? Die Stelle muss ich mir merken. -1003, warte. -1100, -300. Das ist ja mal echt eine geile Stelle hier. Das ist fast wie eine natürliche Festung. Könntest du fast eine Festung reinzumauen. Graben wir uns mal hoch und schauen, was da oben alles so gibt. Yay! Ich sehe nichts. Ich gehe schon hoch. Ach, ist auch noch ein Steingebirge. Das ist ja mal einfach flupp, weg ist es. Die wollte sich so ein Steinberg entwickeln. Hat es aber nicht hingekriegt. Ich könnte jetzt hier einfach mal runterspringen, ist auch total nice. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle, nehmen wir natürlich mit. Gut, dass die Kühe sich nicht halbiert haben, das wäre natürlich ein bisschen seltsam. Ich stehe die Kuh genau in der Regenerationszone und blub, halbe Kuh. So, hier haben wir Blumen. Aufpassen, dass man nicht runterfällt. Kann ich dafür die Spinnenaugen wegwerfen? Sind mir die Blumen noch ein bisschen wichtiger als die Spinnenaugen? So, was haben wir denn noch hier auf unserem neuen Biom, außer einer Riesenhaufen Birkenholz. Muss ich einfach mal was mitnehmen könnte, also wenn ich einmal hier bin. Muss ich meinen Wald die ganze Zeit abfahren. Nehmen wir uns einfach mal. Ich höre die Kartoffeln mal weg, die brauche ich jetzt eh nicht. Nehme ich mir einfach mal einen Stack Birkenholz mit. Können wir dann super zum Bauen benutzen, vor allen Dingen, da wir ja demnächst dann mal auch wieder am Wolken, an unserer Himmelsfestung da weiter basteln wollen. Ich weiß gar nicht, wie ich die genannt habe. Ich glaube, Sky Island habe ich die genannt. Oder haben wir die genannt, oder
Da werden wir auf jeden Fall Birkenholz brauchen. Und ja, ne? Deswegen nehme ich aber was mit. Sind wir 54, okay. Birkenholz. Und ein paar Setzlinge wären natürlich auch nicht schlecht. So. Da haben wir was. Und Setzlinge gibt es jetzt auch. Dafür schmeiße ich dann einfach mal... Jetzt schmeißen wir weg. Habe ich noch was Sinnloses? Vorher das Zombiefleisch ist recht sinnlos. So, da ist noch einer. Hier. Gut, okay, da haben wir hier ein paar Setzlinge aufgesammelt. Werden die dann anderweitig wieder anpflanzen zur Regeneration der Natur und so ein Zeugs. Das ist sowas von nice, wie sich hier einfach mal... Hier, das geht komplett einmal die Reihe herum, um die ganze... Also das da ist alles unsere alte Welt und ringsherum um unsere alte Welt beginnt mit diesem abgeschnittenen Biom dann die neue Welt. Das finde ich einfach mal so nice. Das heißt, wir könnten theoretisch unsere ganze alte Welt komplett mit Zäunen abtrennen und wüssten dann, wo unsere alte Welt ist und könnten die alte Welt bebauen und könnten dann, also die alte Welt bebauen, das ist sicher lustig, da musst du auf jeden Fall erstmal ordentlich bauen, aber könnten dann überall Außenposten in der alten Welt basteln. Und dann hätten wir überall diese neue Welt. Das hört sich echt nach einem Plan an. Da muss man gucken, wie ich das mache. Dass wir überall so kleine Türmchen bauen. Dann wissen wir auch, wo wir schon mal waren. Das ist auch ziemlich geil. Wo bist du? Da bist du. Oh! Nein! Er hat gerade mein Schwert in die Luft gejagt. Er hat gerade mein geiles Diamantschwert, nee, es war ja nur ein normales, aber er hat trotzdem gerade mein Schwert in die Luft gejagt. Das ist nicht schön. Wisst ihr was, da baue ich gleich mal hier einfach so einen ersten Außenturm hin. Aber damit wir wissen, hier waren wir schon mal. Und irgendwann machen wir da mal eine riesen Mauer hier rum, um unsere alte Welt. Mal so, wenn wir Lust haben dazu. Das ist dann sozusagen unser Reich. Und alles dahinter ist unerforscht. So, da machen wir nämlich ganz einfach. Nix da. So. Und so. Da packen wir da mal ganz kurz ein bisschen Fleisch rein. Und ein paar Äpfel. Und dann können wir nämlich jetzt hier ein paar Treppen reinbasteln. Nee, so wird das nichts. Dann müssen wir anders machen. Dann... Huch, was mache ich denn? Bin ich denn nur besoffen? Ja, ich glaube schon. So. Huch. Da. Müsste jetzt auch nicht besonders groß sein, die Türme. Soll halt eine kleine, soll halt eine Mauer rings um die Welt sein, eine erkennbare. Muss jetzt nichts High-End-mäßiges sein, ich glaube, höher mache ich den jetzt auch gar nicht. Einfach so ein Turm, den du von weiter weg auch ein bisschen siehst. Und du sagst, Alter, ja stimmt, da war ich schon. Du kannst ja dann auch ruhig jeder eigene Turm seine eigene Merkmale noch haben. Dann machen wir jetzt mal hier ganz kurz.
So, jetzt kann man sich hier